Vor 25 Jahren spielte ich den Kittel, den SS-Obersturmbannführer, in dem Stück Ghetto von Joshua Sobol. Es war, sage ich heute, meine beste Rolle. Sie hat mich am stärksten emotionalisiert und sie hat auch das Publikum sehr stark emotionalisiert. Es gab sogar einen Fanclub, einen sorbischen Fanclub in Bautzen für meine Figur. Das war das Verrückte. Für die Figur. Weil mich persönlich als Mensch kannten die jungen Menschen, meistens waren es Damen, überhaupt nicht. Ich habe es erst viel später erfahren, mit großem Erschrecken. Ich spielte dann diesen SS-Obersturmbannführer, der verhandelte mit dem Vorsitzenden des Judenrates darüber, welche Leute man wie aussortieren und liquidieren sollte, könnte. Warum ich das so konnte, warum mir auch andere sagten, das war deine beste Rolle, das kann kaum daran gelegen haben, dass ich die Nazi-Zeiten erlebt hätte. Das kann auch kaum daran gelegen haben, dass ich in der DDR aufgewachsen bin und nach heutigem bürgerlichen Verständnis totalitäre Verhältnisse erlebt hätte. Es lag einfach daran, dass Herrschaft immer etwas ganz Grausames ist, egal ob in der Demokratie oder in der Diktatur. Und es lag daran, dass ich sehr schnell zynische, menschenverachtende Masken auflegen konnte, weil ich sie ständig um mich herum beobachtete. Beamte, die einfach funktionieren, ob es auf dem Arbeitsamt ist, du dahin, du dahin, in der Schule, bei Kindern. Du bist schlecht, du bist gut. Und das hat nicht immer tödliche Folgen, aber doch existenzielle. Das war meine beste Rolle. Wir machen Feste nämlich keinen Spaß. Schön, du organisierst sie. Aber amüsierst du dich auch dabei? Du kannst es nicht. Und weißt du warum? Weil du immer etwas anderes im Hinterkopf hast. Weil du wie ein Schießhund aufpasst. Ich kann das nicht ausstehen, Gänslein, wenn du dich nicht entspannst. Sei fröhlich, ja? Komm. Wenigstens mir zu lieben. Swanee, how I love you, how I love you. Ich werde mir Mühe geben. Ich helfe dir sogar dabei. Meine Herren, meine Damen, ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass ich das Königreich unseres guten Freundes Gens weiter vergrößern wird. Hiermit wird das Ghetto Oshmani annektiert und mit dem Ghetto Wilna vereinigt. Herr Gens, mit Unterstützung der jüdischen Polizei und des verehrten Herrn Dessler sind Sie nun auch Herrscher über die Juden von Oshmani. Es gibt da zwangsläufig ein Problem. Heute leben in Oshmani 4000 Juden, das 2000 zu viel. Also, Herr Gens, wir haben die ganze Nacht Zeit, eure Polizei unter der Leitung von Dessler nach Oshmani ausrücken und dort eine Selektion durchführen. Natürlich könnten wir auch unsere eigene Leute schicken. Oder die Litauer. Aber das würde nur Panik auslösen. Das wäre nicht zu empfehlen. Eure Leute sprechen Jiddisch. Die Menschen einander verstehen, behaupten sie sich ruhig und alles wird glatt und reibungslos ablaufen. Die Hälfte der Bevölkerung, aber die können doch nicht alle unproduktiv sein. Können sie nicht? Unmöglich. Nach unseren Erfahrungen sind es nie mehr als 25%. Gänslein. Ich möchte dich fröhlich sehen. Von mir aus. Ja? Sollen sie nur 25% selektieren?
Wenn sich bei einer Zählung herausstellt, dass nur 800 unproduktiv sind? Produktivität ist ein relativer Begriff. Ihr Juden würdet mir wahrscheinlich noch beweisen, dass ein 80-Jähriger produktiv sein kann. Ihr würdet ein Dynamo an seinen Rollstuhl anschließen und behaupten, dass er auf dem Weg zur Locus Elektrizität ist. Nein, das Alter ist ein absolutes Kriterium. Geht über 80, kein Problem. 70. Abgemacht. Aber nicht weniger als 700. Nicht weniger als 500, nicht mehr als 700? Ja, aber sind schon 100 mehr oder weniger unter Freunden? 600, was sagst du? Abgemacht. 8 Litauer von der Überdinger-Miliz kommen mit euch. Jeder, der über 70 ist, wird ausgelesen und ihn übergeben. Tesla!